Hallo, herzlich willkommen bei Hashtag Fitterbomb. Heute mal mit einer Stretch-Stunde. Bisschen durchmobilisieren, kurze Einheit. Ich wünsche euch einfach viel Spaß. Komm hier einfach mal an auf deiner Matte. Wachse mal lang in deiner Wirbelsäule, deine Beine. Hüftsch mal abgeschnitten. Atme mit mir einmal tief ein. Atme nochmal tief ein und aus. Lass mal deine Knie locker federn und roll die Schultern zurück. Einfach locker zurückrollen und dann im Wechsel rechts und links. Lass die Bewegung ein bisschen größer werden. Schau mal, lass den Ellbogen ein wenig führen. Beginne hier, den Oberkörper mit. Mehr und mehr in die Bewegung. Mehr und mehr in die Länge. Vielleicht auch ein bisschen die Seite kommen. Den Arm wachsen lassen. Vielleicht wie Flügel, die in der Seite schlagen, rechts und links. Und wieder kleiner werden. Wieder den Ellbogen führen. Alle Richtungen bewegen, seitwärts, nach oben, vielleicht auch gerne mal tief nach unten. Alles durchbewegen kann. Auch mal strecken, als wärst du morgens gerade aufgestanden. Fein. Langsam hier ein. Roll wieder die Schultern. Stütz mal deine Hände ab und bring einen langen Rücken nach vorne tief und roll dich nach oben. Und einen langen Rücken. Roll dich um. Roll dich noch einmal. Atme mit mir über die Seite ein. Über die Seite aus. Und dann öffnest du die Arme in die Seite. Schließt vorne deine Hände. Bist hier einmal ganz rund im Rücken. Zieh sanft dein Kinn Richtung Brust. Deine Arme, als würden sie einen großen Baum umarmen. Ziehst du die Ellbogen in die Weite nach außen. Die Schultern auseinander, dein Kinn sanft zur Brust. Spürst du die Dehnung im oberen Rücken- und Schulterbereich? Und lässt in jeder Ausatmung diesen Baum noch weiter werden, noch mehr wachsen. Die Ellbogen noch weiter auseinanderziehen. Noch runder im oberen Rücken- und im Schulterbereich. Atme bewusst in deine Dehnung, spür hinein. Ganz langsam löst du sanft die Arme. Dein Brustbein, streckst dich weit nach oben zum Himmel, die Schulter tief gezogen in eine sanfte Rückbeuge, der Bauch ist fest. Lass die Atmung hier fließen, vielleicht ein ganz Stück tiefer. Schultern ziehen nach unten Richtung Hosentasche. Hebst du wieder das Brustbein. Kommst langsam nach vorne in eine Tischposition. Einmal die Länge halten, bevor du sanft die Hände
auf die Matte bringst. Hier einmal sanft die Knie streckst. Und wieder beugen. Wieder leicht in die Streckung kommen. Vielleicht kannst du jetzt hier mal loslassen. Lass mal den Kopf los, sag nein. Und lass dein Gewicht nach unten sinken. Vielleicht kannst du hier die Fußfesseln fassen und dich noch näher, weiter mit der Brust Richtung Oberschenkel ziehen. Lass dein Steißbein zum Himmel wandern. Dehnung in deiner Beinrückseite. Zieh nach, wenn du kannst, in jeder Ausatmung. Denk daran, der Kopf ist lang. Löse einmal sanft den Zug. Setze deine Hände hier auf, komm so Stückchen nach vorne. Beuge hier nochmal die Knie und strecke nochmal weiter. Lass jetzt hier die Brust Richtung Oberschenkel ziehen. Auch dein Steißbein wieder Richtung Himmel. Und lass hier mal ganz bewusst die Fersen laufen. So rechts, links. Nimm die Hüfte ein wenig mit. Beide Fersen und schieb sie wieder ganz sanft Richtung Matte. Deine Brust zieht Richtung Oberschenkel und deine Hände breit gefächert. Schiebst du in den Boden, in deine Matte. Lass den Kopf gerne locker. In jeder Ausatmung verstärke den Zug deiner Brust Richtung Oberschenkel. Lass dein Steißbein in den Himmel ziehen. Die Atmung langsam. Nimmst du in der nächsten Einatmung dein Gewicht leicht nach vorne. Nimmst das Gewicht von deinen Füßen, von deinen Beinen. Beugst hier ganz langsam deine Knie und setzt sie vor dir auf der Matte ab. Werd hier einmal runde. Und komm in den langen Rücken. Lass dich einmal durchhängen. Schau nach vorne. Werd einmal ganz rund und jetzt zieht dein Bauchnabel bis zum Himmel. Deine Schultern weg von den Ohren. Spür die Rundung im gesamten Rücken. Und wieder in den langen Rücken zurück. Werd hier einmal ganz stabil in deinem Vierfüßlerstand. Schenk dir ein Lächeln, die Schultern in die Hosentaschen. Deine Zehenspitzen sind ganz lang abgelegt. Wenn du jetzt hier die Schultern zurückziehst, Stabilität aus deinem Rücken und Bauch holst, den Bauch anspannst, den Kopf in der Verlängerung lässt, gib mal sanft jetzt Druck mit deinen Zehenspitzen Richtung Boden. Und jetzt löst du einmal sanft die Knie an. Spür die Dehnung im Fußriss. Du kannst hier höher kommen, wenn du mehr Dehnung zulassen möchtest. Probier gern mal so ein bisschen aus, wie weit kannst und möchtest du gehen. Denk an die Schultern, die in die Hosentaschen ziehen. Die Bauchspannung. Lass die Atmung fließen. Gerne hier mal so ein bisschen auf und ab. Bitte ganz kontrollierte Bewegung.
halte nochmal knapp über dem Boden und senke wieder langsam ab. Setze dich einmal weit nach hinten. Schiebe deine Hände weit nach vorne. Und schieb jetzt mal noch mehr Länge in die Arme. Dein Gesäß geht wieder leicht nach oben. Hände noch weiter vor und jetzt schiebst du die Brust Richtung Boden und dein Gesäß bleibt aber hoch. Länge. Lass die Atmung fließen, spür den langen Rücken. Schöne Länge, aktiv halten. Jawohl, sehr schön. Und dann wirst du einmal wieder rund, ganz rund im Rücken, in den langen Rücken zurück. Stabilisier dich hier. Und nimm langsam deinen rechten Arm jetzt. Bei mir ist es der hintere nach oben. Öffne einmal zum Himmel, schau nach oben. Weite in der Brust. Rechte Schulter bzw. bei mir hintere zieht weit zurück. Spür diese Länge, spür, fühl rein und langsam kommst du in die Gegenbewegung tief und ziehst hier mal weit unten durch. Lass jetzt mal die Schulter ablegen. Spür hier die Rotation. Die Atmung fließt und wieder ganz langsam die Bewegung nach oben, der lange Rücken, der rechte bzw. bei mir hintere Arm hebt an in die Weite, die rechte hintere Schulter zieht weit. Und wieder langsam tief. Nochmal weit unten durch. Die Schulter abgelegt. Lass los. Herstellen, bevor dein linker oder vorderer Arm jetzt langsam nach oben geht. Der Blick folgt, die linke Schulter weit zurückziehen. Die Atmung fließt, spür die Rotation. Ein Lächeln. Und langsam unter dir durchgreifen. Die linke Schulter ablegen, den Blick folgen. Langsam aufrichten, lange Rücken und nach oben öffnen. Zieh die Schultern zurück. Und nochmal unten durch. Die linke Schulter nochmal ablegen oder die vordere bei mir.
wieder sanft nach oben zu. Stellst die Hände auf, bist rund. In den langen Rücken zu. Sehr schön. Nimm hier jetzt bitte mal dein rechtes oder hinteres Bein nach vorne. Zwischen deine Hände. Dein anderes Bein ist lang abgelegt. Stütze dich hier auf deiner Oberschenkelvorderseite auf und hebe langsam den Oberkörper an. Schiebe dich jetzt sanft hier in den Hüftbeuger. Spür die Dehnung. Lass die Schultern nach hinten sinken. Wenn du mehr möchtest, nimm die Arme zum Himmel in eine leichte Rückbeuge. Aber denke hier an den sanften Druck nach vorne. Die Schultern ziehen tief. Lass die Atmung bewusst fließen in deinen Hüftbeuger. Langsam nach oben auf. Setze die Hände zur Innenseite deines Fußes ab. Bring das rechte oder hintere Bein zurück. Und das linke oder vordere Bein nach vorne. Hier wieder auf der Oberschenkelvorderseite abstützen. Leicht nach oben bringen. Aufrechter Oberkörper. Und schieb nach vorne. Du kannst hier abgestützt bleiben, die Schultern zurücknehmen, dein Brustbein ist angehoben. Aktiv schiebst du dich hier nach vorne und nur wenn du möchtest, nimmst du die Arme nach oben, Schultern sinken lassen, in eine sanfte Rückbeuge. Lass die Atmung fließen. Und denke daran, in jeder Ausatmung möchtest oder kannst du deine Dehnung verstärken. Atmung fließt. Fühle hinein in deine Dehnung. Spür hinein. Kleines Lächeln auf den Lippen. Zieh dich langsam nach oben richtig ab. Führe die Arme auch hier wieder zur Innenseite deines Fußes. Nimm das linke oder vordere Bein zurück und setze dich hier einmal ab. Du darfst die Beine einmal weit öffnen, die einmal ganz lang aufrichten. Halt hier die Länge. Nimm deine Hände nach vorne und jetzt darfst du hier mal so langsam nach vorne tief schieben. Wieder leicht nach oben zurück. Bleib in der Länge und wieder tief. Versuche jetzt hier mal deinen Rücken so lang wie möglich zu lassen. Halte mal an der Position, wo du das Gefühl hast, da geht nicht mehr. Bleib hier. Deine Zehenspitzen holst du einmal ran ins Flex und senke ein wenig nach in deiner nächsten Ausatmung. Wieder weiter, tiefer sinken. Langer Rücken. Oberschenkel Innenseite.
mal deine Handflächen zu Boden, drück dich hier sanft nach oben, zieh dich in die Länge, öffne die Arme und schiebe einmal auf die rechte Seite. Zieh bewusst deinen linken Sitzbeinhöcker Richtung Matte und verlängere deinen linken Arm weit über deinen Ohr. Vielleicht kommst du hier sogar tief auf deinen Unterarm, aber geh nur so weit, wie es für dich in Ordnung ist. Spür die Dehnung in deiner Körperseite und verlängere. Zieh dich dann langsam mit Druck, solltest du auf dem Unterarm sein, hier nach oben zurück, in die andere Seite. Lass dir Zeit, in die Dehnung zu gehen. In jeder Ausatmung ziehst du mehr in die Weite, in jeder Ausatmung kommst du weiter in die Dehnung. Denke auch hier wieder daran, dein rechter Sitzbeinhöcker zieht Richtung Matte tief und dein Arm verlängert über dein Ohr. Spür die Weite, spür die Dehnung, spür die Länge. Lass deine Schultern übereinander stehen, kein Ausweichen, nach vorne oder nach hinten. Mehr und mehr Dehnung in der Ausatmung. Die Hand wieder in den Boden, schiebst du dich hier nach oben zurück. Sehr gut. Einmal die Beine schließen. Die Fersen ranziehen, aufstellen, Zehenflex. Greifst du die Oberschenkelrückseite und werd hier einmal rund im Rücken. Zieh hier nochmal die Ellbogen in die Weite nach außen, die Schultern ganz weit auseinanderziehen. Der Rücken ganz rund, der Bauchnabel zieht Richtung Wirbelsäule. Und dein Kinn sanft Richtung Brust. Hier einmal ganz lang aufrichten, in die Länge. Lass deinen Kopf zum Himmel schweben. Ganz lang in der Wirbelsäule, Schultern tief. Und nochmal rund werden. Wieder sanft nach hinten durchziehen, rund werden. Bauchnabel, Wirbelsäule, Ellbogen sind außen. Schulterblätter weit auseinander, Kinn Richtung Brust. Und wieder langsam nach oben in die Länge. Ganz aufrichten. Ein strahlendes Lächeln. Sehr gut. Ich hätte gern, dass du jetzt beide Knie einmal auf die rechte Seite kippen lässt. Als wäre das hier so ein Z-Sitz. Deine rechte Hand stützt hier auf, dein linker Arm geht mal nach vorne und du schiebst jetzt die rechte Hand fest neben deinem Gesäß in den Boden, hebst sanft die Hüfte an und weit über deinen Kopf. Spür hier mal die Dehnung, komm, spür die Dehnung in der Seite, im Rücken, spür die Länge, lass die Atmung fließen. Langsam senkst du hier mal ab. Bisschen in die Mobilisation. Und wieder nach oben kommen. Und wieder langsam tief. Und nochmal oben für einen Moment halten. Vielleicht geht inzwischen mehr Länge, mehr Dehnung. Komme wieder langsam mit mir nach vorne zurück.
Stelle deine linke Hand auf, deinen linken Fuß, deinen rechten und lass die Beine in das Z auf die andere Seite fallen. Dein linker Arm stützt hier, dein Arm geht nach vorne. Und ganz langsam hebst du die Hüfte weit. Halte hier, lass die Atmung fließen in den Dehnungsbereich. Bist du ganz langsam über die Seite wieder nach vorne, jetzt hier in die Bewegung und wieder lüften. Wieder langsam. Noch einmal in die Weite nach oben. Halte nochmal. Spüre. Fühle. Langsam. Wieder nach vorne. Beide Hände auf und deine Beine wieder. Ich komme zu euch zur Seite. In den aufrechten Sitz und langsam nach unten tief. Nimm deine Beine mit, streck sie zu mir und öffne sie hier einmal. Spür hier nochmal die Dehnung der Oberschenkelinnenseite. Hol mal die Zehen ran ins Feld. Möchte, darf hier, aber bitte nicht direkt in dem Muskel, den du dehnst, sondern oberhalb, also über dem Knie leicht nach außen schieben, um die Dehnung zu verstärken. Einmal strecken ins Point. Einmal ranziehen ins Strecken. Und nochmal ranziehen. Nimm die Hände bitte auf die Außenseite und helfe deinen Beinen beim Schließen. Beuge einmal die Knie. Setze die Hände neben dein Gesäß und ziehe die Knie langsam über deine Brust. Kannst du die Beine strecken, komm in die Dehnung deines unteren Rückens. Vielleicht möchtest du die Zehen hinter dir aufstellen oder gar die Knie beugen und den Kopf zwischen deine Beine nehmen. Geh nur so weit, wie es für dich in Ordnung ist. Strecke dann sanft die Beine, hebe sie wieder leicht an und rolle jeden Wirbel kraftvoll einzeln auf die Matte tief. Beuge deine Knie, setze deinen rechten oder vorderen Fuß auf, nimm die linke Hand oder die hintere zum linken Knie und roll dich in die Seite. Folgt dem unteren Arm. Erst jetzt geht dein oberer Arm sanft über deinen Kopf nach hinten zurück. Du lässt die Schulter langsam sinken. Spürst die Dehnung in deiner Brust, deiner Seite bis tief in den unteren Arm. Wenn du möchtest, kannst du hier die Hand sanft auf deinen Oberschenkel. Aber bitte ganz vorsichtig.
Richtung Boden schieben, um die Dehnung zu verstärken. Lass die Atmung fließen, lass die Dehnung zu. Ausatmung, mehr loslassen, lass die Schultern los, lass sie sinken, lass sie Richtung Boden kommen. Wandere langsam erst mit der Hand am Boden entlang, wieder nach vorne zurück. Hebe den Arm, hebe dein Knie. Stelle beide Füße einmal auf, die Arme zum Heben. Und rolle dich hier Wirbel für Wirbel in eine Brücke nach oben. Spüre die Länge im Bauch und Rücken, halte sie für einen Moment. Vielleicht ziehen deine Hüftknochen noch ein wenig höher. Rolle jeden Wirbel einzeln auf die Matte zurück. Strecke hier jetzt das linke oder hintere Bein, linker Arm oder hintere Arm in die Seite, deine Hand zum Knie, rollst in die andere Seite, in die Seite, legst dein Knie ab. Erst dann folgt der obere Arm am Boden entlang in einem Kreis. Du lässt die Schulter sinken und die Atmung fließen. Atme wieder bewusst in die Brust, die Rotation und den unteren Rücken. Du kannst den oberen Hand wieder auf den Oberschenkel legen, aber ganz vorsichtig. Bein tiefer schieben, um die Dehnung zu verstärken. Lass deine Schulter mehr und mehr sinken. Lass sie mehr und mehr Dehnung zu. Bein wieder los, dein Arm kommt am Boden entlang, über deinen Kopf, wieder in die Seitenlage, heb Arm und Bein an, stell die Füße auf, nimm die Arme zum Himmel, nimm die Arme vor, hebe deinen Blick, roll dich hier einmal langsam nach oben auf, werde ruhig. Hier mal dein rechtes Knie sinken. Stell dein linkes Bein über das rechte. Richte dich einmal ganz groß auf. Dein linker Arm geht jetzt neben dein Gesäß. Und dein rechter Arm greift über deinen linken Oberschenkel, über dein Knie. Richte dich auf und dreh dich leicht über deine linke Schulter. Spür die Dehnung in deiner linken Gesäßhälfte. Heb dein Brustbein, heb deinen Rücken ganz lang, lass deinen Kopf zum Himmel schweben und schau über deine linke Schulter nach. Spür die Dehnung in deiner Gesäßaußenseite und zieh aber bewusst deinen linken Sitzbeinhöcker Richtung Boden tief.
Halte und spüre die Dehnung. Schenk dir ein Lächeln und atme. Vielleicht ein wenig nachdrehen in deiner nächsten Ausatmung. Ganz langsam auflösen, die Hände nacheinander aufstützen, dein Bein lösen, das andere Bein aufstellen, lass jetzt dein linkes Bein zur Seite kippen, stell das rechte darüber, wieder aufrichten, hier, wenn dein rechter Arm jetzt in den Boden geht, dein linker Arm hier weit über dein Oberschenkel und du sich über die rechte Schulter. Deinem rechten Sitzbeinhöcker Richtung Matte tief. Schieb dich nach oben, Brustbein hebt hier an. Länge in der Wirbelsäule, das Lächeln nicht vergessen. Vielleicht ein wenig nach. Beine nacheinander lösen, aufstellen. Vielleicht einfach mal hier locker aufstellen. Ein Bein ablegen, ein Bein fassen. Roll dich einmal ganz langsam auf die Matte ab. Leg die Beine an, die Arme neben dir. Einmal die Füße auslassen. Jetzt einmal ganz lang, schiebe deine Fersen weg von dir, hol die Zehenspitzen heran. Spanne mal deine Waden an, deine Oberschenkel. Dein Gesäß wird fest, dein Bauch, die Brust, der gesamte Rücken streckt und spannt sich an. Deine Hände ballen sich zur Faust und ziehen Richtung Füße. Die Arme schweben und die Beine scheinen auch über den Boden zu schweben. Lass mal deinen Kopf einen Millimeter über den Boden heben und spüre die Kraft in deinem ganzen Körper. Spann noch mehr an. Halte mal die Kraft, komm. Noch mehr, mach mal ein ganz hässliches Gesicht. Alle Muskeln angespannt. Halte, halte. Und lass ganz langsam los. Fühle für einen kleinen Moment nach. Spüre, wie dein Körper fest am Boden aufgeht. Und versuche mit deinen Ausatemzügen diese Anspannung, die du gerade gespürt hast, einfach wieder loszulassen. Vertraue dich für einen Moment voll und ganz deiner Unterlage. Deine Atmung fließt, wie sie kommen und gehen. Vielleicht möchtest du deine Augen schließen. Vielleicht kannst du dir sogar vorstellen, es ist ein Sommermorgen und du liegst in einer Sommerwiese, das warme, weiche Gras um dich herum.
wunderschöne Blumen in leuchtenden Farben. Ein kleiner Bach, der an dir vorbeifließt. Schau dir die Blumen an, die Blumen in leuchtenden Farben. Beim nächsten Mal bei Hashtag.